Blumenkohl und Bohnen mit Cashewkernen Pad Thai Galam, Tua Cake gab mit Marmoren für 4 Personen 1 Esslöffel, Pflanzen- oder Erdnussöl 1 Esslöffel, Chiliöl 1 Zwiebel, gehackt 2 Knoblauchzehen, gehackt 2 Esslöffel rote Currypaste, Klammer auf, siehe Seite 31, Klammer zu, 1 kleine Blumenkohl, in Röschen geteilt 175 Gramm Fadenbohnen, in 7 cm langen Stücken 150 ml Gemüsebrühe 2 Esslöffel Sojasauce 50 Gramm geröstete Cashewkerne, zum Garnieren. Beide Öle in einem Wok erhitzen. Zwiebel und Knoblauch darin unterrühren weich dünsten. Currypaste zugeben und Minuten mitrühren. Blumenkohl und Bohnen zugeben und unterrühren 3 bis 4 Minuten mitbraten, bis sie gerade weich werden. Brühe und Sojasauce zugießen und alles 1 bis 2 Minuten köcheln. Mit den Cashewkernen garnieren und sofort servieren.